Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, Dieb. Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstad. Ich komme aus Rorikstad. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schar, Mara, Dibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Vilod immer noch seinen Wacholderbeeren-Met braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Oh. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstad. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht umbringen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet, ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Ja, und mit dieser Frage, wer seid ihr, begrüße ich euch ganz herzlich zurück bei der ersten Folge von Skyrim Special Edition Staffel 2. Ach, ist das schön, wieder da zu sein. Ich habe zwar gesagt, ich werde die zweite Staffel Modded spielen, aber ich habe es ums Verrecken nicht hinbekommen. Also zumindest glaube ich das. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt 2 Stunden damit verbracht, die Mods versuchen zum Laufen zu bringen. Es hat nichts funktioniert. Ich hoffe mal, das, was ich jetzt gemacht habe, sollte einigermaßen funktionieren. Wir werden es ja später sehen. So. Ja, es ist... ja, schon ein Weilchen, würde ich sagen. Seit wir das letzte Mal Skyrim gespielt haben, diesmal aber mit sofortiger, besserer Erfahrung, Auflösung und dem Ganzen dran. So, ich würde mal sagen,
Im letzten, in der Staffel 1 waren wir Nord. Hm? Könnten theoretisch mal einfach mal die Rasse ändern. Nur so aus Jux und Tollerei. Die Verone sagt, ich sollte als Ork spielen. Ohne der Wrofgarianischen und der Drachenschwanzberge sind orkische Schmieden für ihre Kunstfertigkeit berühmt. Ork-Truppen in schwerer Rüstung gehören zu den besten Kämpfern des Kaiserreichs. Sind furchterregend, wenn sie ihre Kampft. Wenn sie ihre Kraft Blut rauben. Doch, warum nicht? Dann spielen wir als Ork. Ork. Geschlecht. Okay. Nee, wir sind. Ah, okay, also ist klar. Also theoretisch haben oder funktionieren die Mods. Ich habe nämlich eine H-Mod eingefügt. Dann mal gucken. Egal. Wir sind auf jeden Fall Mann. Vorgaben. Oh, warte mal, gehen wir das mal so. Machen wir es auch. Giftgrün, machen wir mal das. Wird spargeldünn, aber mal gucken, wir sind Ork. Machen wir einen richtig dicken, großen Kollegen hier. Gesichtsfarbe. Oh, Schmutz. Schmutzfarbe, Narben sind auch in Ordnung. Kriegsbemalung. Übers Auge, übers Gesicht. Ja. Das ist doch super. Farbe der Bemalung machen wir so ein richtig schönes. Wir sehen es ja eh die meiste Zeit nicht. Also. Lila. Geil. Nasenart. Aus wie so ein. So eine Couchkartoffel. Das ist so. Kieferbreit. Guck ich mal an, du Schönheit. Maler Kiefer. Hoher Kiefer. Okay. Ich hab noch nie einen Ork eingerichtet, also ich habe keine Ahnung. Augenhöhe. Oh Gott. Augenbreite. Eben. Lidstrichfarben. Braue Mund. Na komm. Ja, das ist so. Und Höhe? Ja, ist das geil. Alter, so ein Unterkiefer. Alter. Hör ich mal diese Fressluke an. In Breite. Impossible. So. Lippenfarbe. Guckt euch mal diese Lippen an. Die sind doch wunderbar zum Küssen. Sind doch kusslieb. So, Haare. Ja, die haben alle so einen Kopf. Ah ne, der hat einen Irokesen. Ich würde gerne. Beziehungsweise wir eh einen Helm aufhaben die ganze Zeit, also wird es keinen großen Unterschied machen, aber wenn, dann würde ich sagen, wir nehmen das da. Oder? Nee, das sieht ja richtig schlimm aus. Nee, so ein Fliegelandeplatz will ich auch nicht. Das ist doch okay, oder? Vielleicht den Zopf ein bisschen länger. Ja, guck mal. Wunderbar. Guckt euch mal diese Schönheit. Ein Bart möchte ich gerne. Ein Bart, nee. So ein... Ah, ne, alt, alt. Nein. Natürlich die Haarfarbe.
Ein blonder Ork, Alter. Gott. Ah, so ein roter Ork ist so. Gut. Ich bin fertig. Wie nennen wir uns? Klassisch. Ich. Wolfbaron bleiben. Dankeschön. Kommt ihr von einer der Festungen, Ork? Wie hat es euch denn hierher verschlagen? Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Orsinium zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Das ist echt interessant, weil es für jede Rasse einen eigenen Spruch gibt. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Furchtlos, wie er im Leben war. Ork, ihr seid dran. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Nein. Bitte nicht. Nein. Nein. Oh nein, machen wir jetzt den Korb leer. Leute. Nein. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten. Was habt ihr gesehen? Oh Gott. Ein Drache. Hallöchen. Oh, mein Trommelfell. Junge. Au. Alter. Ich taub. Jetzt schon, aber. So, wo war ich stehen geblieben? Ah, verdammt. Oh, Junge. Ja, was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Was machen wir jetzt? Wir müssen los. Jetzt. Hoch durch den Turm. Los. Gut, dann gehen wir. Junge. Nur einige von... Scheiße. Den hat's erwischt. Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Ja. Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Was? Los. Wir bist du dir sicher, Radolf? Dann. Hey, was ist mit dir? Okay. Stimmt noch nach. Und jetzt? Harming, ihr müsst hierher kommen. Los! Oh Gott, nein. Ich hab grad, nein. Ich bleib hier drin. Alter! Ich bleib hier drin. Warte. Okay, jetzt aber schnell. Schnell.
Schnell, bevor der kommt, Alter. Bevor der kommt. Wow. Oh Gott. Nein. Alof. Komm her. Junge. Wir fliehen, Hartmann. Diesmal haltet ihr uns nicht auf. Schön. Ich hoffe, der Gärtner bringt euch alle nach Sovngarde. Ihr da, los in die Festung. Ja, ich komme. Nee. Alof. Dann in Sovngarde, Bruder. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Ein was? Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Bitte, helfen. Hier. Ah. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Na, endlich. Gunja kommt nicht von den Toten zurück. Nehmt euch seine Rüstung und alles, was er sonst noch trägt. Na gut. Na schön. Legt die Rüstung an und schwingt die Axt. Klar. Ich will das doch mal. Ich werde versuchen, einen Weg hier herauszufinden. Ja, die ist verschlossen. Versuchen wir es mal beim Tor. Kann vielleicht. Ich bin ziemlich stark. Ich kann vielleicht dagegen boxen. Verdammt! Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Wo denn jetzt? Oh. Kommt schon, die Kaiserlichen! Geht weiter! Entdeckung! Ah! Öffnet dieses Tor. Blut. Ach, Ausdauer niedrig. Ein Ork hat keine Ausdauer. Vielleicht hatte ja einer von den Kaiserlichen den Schlüssel. Kaiser. Ah, Schlüssel. Helgen. Sperrt die Tür auf und dann nichts wie raus. Dann. Und weiter geht's. Das wär's. Kommt, verschwinden wir von hier. Aber. Ehe der Drache den ganzen Turm über unseren Köpfen zum Einsturz bringt. Das brauchst du mir nicht zweimal zu sagen. Draußen tobt er schon. Na dann, Ralof, komm. Gehen weiter. Bin nicht so ganz geheuer hier unten. Doch noch irgendjemand lauern wird. Wow! Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Schnappt euch alles, was wichtig ist, und dann weg von hier. Der Drache äschert alles ein. Ich muss nur noch ein paar Tränke zusammenpacken. Für Ulfric und Himmelsraum. Seht nach, ob ihr irgendwelche Zaubertränke finden könnt. Wir werden sie brauchen. Mach ich. Da. Zaubertrank. Genau was. Für dich. Kaiserlicher Bug. Ich. Noch ein Halter. Salz. Oh. Fertig? Ja. Dann gehen wir weiter. Weiter geht's. Kaiserliche Hunde! Beim Blut eines Trolls. Es ist eine Folterkammer. Hört ihr das? Kampf! Abgeschlachtet.
aufgetaucht ist. Wartet einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Es ist abgeschlossen. Seht zu, ob ihr das knacken könnt. Möglicherweise brauchen wir das Gold, wenn wir hier rauskommen. Schnappt euch etwas Nützliches und dann los. Ich probier's mal. Nutze Maus, um die Dietrich zu drehen und W, um das Schloss zu drehen. Je näher sich der Dietrich in der richtigen Position befindet, desto weiter dreht sich das Schloss, bevor der Dietrich... Erst wenn Dietrich an der richtigen Stelle, richtigen Position ist, dreht sich das Schloss vollständig und lässt sich. Aha! Was haben wir denn hier schön? Gold, Zauberbuch, Funken. Bornister. Haben wir denn hier vorne? Vielleicht noch irgendwas, was ich mitnehmen könnte? Ja, können wir weitergehen. Ich bin fertig, Ralof. Nochmals. Ja? Nein? Nochmals. Na gut, gehen wir weiter. Kommen wir aus diesem Laufstall hier irgendwann noch wieder raus. Ich als Ork verstehe eure komische Fittiche zwischen euch sowieso nicht, aber... Ich mag's da, wo gekämpft wird. Hey, bitte. Mich einfach. Hier angestoppt. Was? Was? Nicht. Ich möchte da gerne kämpfen. Ja? Dann gehen wir weiter. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullius hier ist. Blut. Blut für die Blutgötter. Eisens. Nee. Ich glaube, ich bin nicht mit dem Bogen. Ich stehe mehr auf die brutale Kampfkunst. Wo bist du? Komm her. Komm her. Na los. Stell dich mir. Wie ein wahrer Mann. Oh, ich bin fast. Halt mir gar nicht. Zack. Weiter geht's. Batz. Für Malakat. Etwas lauter reden. Der Affe. Der Drache hat mir das Trommelfell zerbrüllt. Ja. Oh Gott. Kommen Sie nicht mehr zurück. Was? Wir müssen weiter. Der Rest wird sich einen anderen Weg nach draußen suchen müssen. Verdammt. Warte mal, Ralof, warte mal ganz kurz. Ich hab hier ein Goldnäht. Was? Ich... Ralof, du musst lauter reden. Ich wiederhole mich ungern, aber der Drache hat mir das Trommelfell zerbrüllt. Ich höre nicht mehr so gut. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Nein. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Hier entlang. Können wir gerne machen. Wir müssen gucken, wo das hinführt. Ha, was sind das denn für kleine Biester? Ja, Uhr. Keine Angst vor solchen Dingern hier.
Tag. Ich hasse diese verdammten Biester. Die haben viel zu viele Augen. Ein wahrer Ork hat doch keine Angst vor so komischen Insektenviechern. Ralof, Ralof, Ralof. Wo müssen wir nun hin? Halt! Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Ralof, da wo ich herkomme, ist sowas bei uns Frühstück. Und... Na los, stell dich mir, du Biest. Lange nichts weg. Genährt und gestärkt. Magen ist voll, jetzt kann ich auch wieder denken. Das scheint der Weg nach draußen zu sein. Ich wusste, wir würden es schaffen. Na dann. Verlassen wir diese grottige Gruft hier. Der Überlebensmodus. Im Überlebensmodus ist es notwendig, essen, zu schlafen und sich warm zu halten. Der Modus enthält außerdem zusätzliche Herausforderungen. Schnelles Reisen ist nicht möglich, deine Tragfähigkeit ist verringert und Stufenaufstiege sind nur möglich, wenn du schläfst. Im Eintrag Überlebensmodus unter Hilfe findest du weitere Einzelheiten. Überlebensmodus einschalten? Ja, denn für die Leute, die es noch nicht wussten bzw. nicht wissen, in der ersten Staffel haben wir den Überlebensmodus nicht gespielt. In der zweiten werden wir dies tun. Ich glaube, ich werde auch so ein bisschen meinen Kampfstil ändern. Ich habe mir gerade schon überlegt, ob ich ein Magier werden soll, weil ich absolut gar keinen Plan von Magien habe. Magie habe. Also wirklich gar nicht. Ich bin eigentlich Bogenschütze. Ich dachte mir, als Ork könnte ich Kämpfer werden, aber Magier wäre auch lustig. Ich habe keine Ahnung davon. Ihr würdet's feiern. Und ein Ork, der Magie benutzt, ist halt auch so wie... Keine Ahnung, ein Ork, der mit einem Teddybär einschlafen. Also deswegen würde ich sagen, wir machen den Überlebensmodus an und hoffen, dass wir nicht verrecken. Wartet! Ja, das Biest! Das fresse ich zum Mitteressen! Hier ist die Luft warm. Ralof, hast du gefurzt? Und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von Kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück! Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Es wäre das Beste, wenn wir uns aufteilen. Ich meine, naja, du willst, wir können uns natürlich auch auf... Ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Also wem und wo und wann ich mich anschließe, das liegt absolut nicht in meiner Macht. Das liegt vielmehr in der Macht des Zuschauers. Aber dazu werde ich auch noch später drauf zukommen. Es scheint doch, seht ihr die Ruine da oben? Dass die Mods... Das ist das Ödsturz-Hügel. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Man gewöhnt sich wohl daran. Scheint so.
Wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube, aber es scheint so, als würden die Mods funktionieren. Aber irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Ich muss eventuell noch ein bisschen rumbasteln. Das kann eventuell noch dauern, bis alles vernünftig gemoddet wurde, aber das ist... Ich habe jetzt 2 Stunden damit verbracht. Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Na los! Hunger! Du bist hungrig, wodurch deine maximale Ausdauer sinkt. Dies wird durch den dunklen Bereich auf deiner Ausdaueranzeige dargestellt. Hunger senkt auch die Geschwindigkeit, mit der du deine Waffen schwingst. Nimm etwas Essen zu dir, um deinen Hunger zu stillen. Gekochtes Essen stillt diesen sehr viel besser als rohes, ungekochtes. Wenn du rohes Fleisch isst, ziehst du dir mitunter eine Lebensmittelvergiftung. Seht selbst! Und da ich ja gesagt habe, ich würde gerne mal den Magier ausprobieren, würde ich sagen, wir nehmen auch den Magierstein. Wer unter dem Zeichen des Magiers steht, lernt alle Zauberfertigkeiten 20% schneller. Zack. Ein Magier, hm? Tja, über Geschmack lässt sich streiten. Ich maße mir da kein Urteil an. Aber ich werde mir ein Urteil anmaßen, denn ich würde mal sagen, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen dieser ersten Folge. Ich hoffe doch wirklich, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also, bis dahin, haut rein. Tschö mit ö. Und meine lieben Freunde, gehabt euch wohl.